Hallo, ich möchte jetzt etwas erzählen zu den energetischen Familienaufstellungen, die ich mache. Ich freue mich riesig über dein Interesse, denn es ist ein absolut geniales Tool, das so eine starke Wirkung hat. Wir alle vermuten, dass unsere Familie eine große Macht, einen großen Einfluss auf uns hat oder hatte. Aber wir wissen nicht genau, wie und woher und vor allem, wie wir mit diesem Einfluss umgehen können, so dass wir unsere Familienbeziehungen heilen können, dass wir Harmonie in unsere Familienbeziehungen bringen können. Das heißt, entweder in unsere Ursprungsfamilie oder unsere eigene jetzige Familie. All das hängt energetisch zusammen, denn wir, also du, jeder für sich ist der energetische Mittelpunkt seiner Familie, ob uns das gefällt oder nicht. Unsere Energie ist das dominante Mittel, um unsere Realität zu generieren. Das heißt, wenn wir Dinge in unserer Realität haben, die wir nicht haben wollen oder die wir anders haben wollen, können wir sie verändern, indem wir uns unsere Energie verändern. Unsere Energie, das sind unsichtbare Informationen. Und diese unsichtbaren Informationen, die herrschen in unserem Denken, in unseren Ansichten, in unseren Rückschlüssen, in unseren Meinungen, in unseren Haltungen. Und genau das können wir verändern. Aber zuerst müssen wir verstehen, wie das Ganze geht, verstehen, wie das Ganze zusammenhängt. Ja, warum mache ich das? Warum mache ich jetzt dieses Angebot? Weil ich so viele Beweise habe, dass genau dieses Wissen über die Energie, die in unserer Herkunftsfamilie, Ursprungsfamilie und unserer jetzigen Familie herrscht, dass wir die verändern können, weil ich so viele Beweise habe. Ein Beispiel ist eine Klientin von mir. Ihre Mutter, die hat seit Jahren Alkoholprobleme und ihr Vater und ihre Eltern sind schon seit langem getrennt und es spielte da unglaublich viel zusammen aus ihrer Kindheit natürlich auch, aus ihrem Teenager- und frühen jungen Erwachsenenleben, Dinge, die sie gar nicht verstanden hat, Energien, die sie aufgenommen hat, die sie verarbeitet hat, die sie weitergetragen hat, bis in ihre eigenen Beziehungen. Und genau aus dem Grund sind wir eigentlich darauf gekommen, das aufzulösen, weil ihre eigene Beziehung so verlaufen ist, quasi wieder mal wie der Spiegel der Beziehung ihrer Eltern. Und weil sie das nicht mehr haben wollte, sondern weil sie natürlich eine glückliche Beziehung haben wollte, nach ihren Bedingungen, nach ihren Vorstellungen, haben wir das Ganze aufgedröselt, so dass sie die Energien verstanden hat, mit denen sie geimprintet worden ist, so dass sie nachher auch transformieren konnte. Und das ist so wichtig, weil sonst sind diese Energien im Unbekannten, im Unbewussten, im Unterbewusstsein aktiv und generieren und kreieren in all unsere Beziehungen hinein. Und am schmerzlichsten merken wir es halt dann, wenn es sich um unsere Liebesbeziehungen dreht. Vorher können wir dann mal einigermaßen noch damit umgehen und dann haben wir halt nicht so viel Kontakt zu den Eltern und dann gehen wir denen halt aus dem Weg oder was weiß ich nicht was. Aber wenn sich das Ganze dann in unsere eigene Liebesbeziehung, in unsere Partnerschaft reinschleicht und sich immer und immer wieder zeigt, dann wird es unangenehm.
Und so haben wir das Ganze durchleuchtet. Und sie wusste plötzlich sonnenklar, warum sie so denkt, warum sie so handelt, warum sie so Entscheidungen trifft, weil sie es nie bewusst gemacht hat, sondern weil sie es auf Basis des energetischen Familienimprints so und nicht anders gelernt hat und auch nie durchschaut hat und somit auch nie verändern konnte. Und als wir diese ganze Auslegeordnung gemacht haben, war ja alles sonnenklar, ihre Beziehung auch zu ihrem Bruder, zu ihren Eltern, ihre Eltern untereinander. Und dann konnte sie das verändern. Das Ergebnis ist eine neue Familie. Eine neue Familie, wo sie, die sie erschaffen hat, eine Familie, die so freudig, glücklich miteinander ist. Eine neue Beziehung zu ihrem Bruder, eine neue Beziehung zu ihrer Mutter mit dem Ergebnis, dass ihre Mutter ihr Alkoholproblem in den Griff gekriegt hat. Mit dem Ergebnis, dass alle Familienmitglieder untereinander eine tiefe Herzensbeziehung haben. Also ich könnte dir noch so viel mehr erzählen. Aber es geht ja jetzt hier nicht um sie, sondern es geht hier um dich und um das, was auch für dich möglich ist. Und mit genau diesem Verständnis der Energie, aus der du quasi entstanden bist, mit der du geimprintet worden bist, wo die herkommt, kannst du auch anfangen, nicht mehr zu grollen, kannst deine ganze Wut loslassen, niederlassen. Das wirkt sich dann wiederum auf deine Kinder aus, auf deine Gesundheit, auf die Gesundheit deiner Kinder. Weil wir wissen alle, Krankheit, das ist einfach nur der Ausdruck, sage ich mal, von energetischer Imbalance, die sich im Körper niedergeschlagen hat, die aber im Denken, im Verstand, in der Energie begonnen hat. Und insbesondere, wenn es auch darum geht, unsere Kinder zu befreien, sag ich mal, viele Spirituelle sagen ja, das sind familiäre Flüche, die aufzulösen. Aber hier geht es wirklich nur um Energien auf den Tisch zu legen und zu transformieren. Es ist überhaupt kein Fluch und es ist nichts Angehängtes und es ist auch nichts, was man verdient hat oder womit man bestraft wird. All diese Dinge habe ich früher auch gedacht, sondern es sind einfach Energien. Es sind Energien, die ich angenommen habe und Energien sind Informationen, die ich angenommen habe und die für mich quasi in Stein gemeißelt waren und die ich weitergetragen habe. Und aus diesem ganzen Informationsgeflecht, von dem ich die Informationen aber nicht kenne, aber wahrnehme, weil sie ja ihre Schwingung haben und auf mich wirken, aus diesem ganzen Informationsgeflecht hat sich hinterher für mich damals auch persönlich ein Zustand ergeben, in dem ich nicht mehr tragbar für mich war. Und ich konnte das nur auflösen, indem ich hinter diese ganzen Energien schauen konnte. Und Energien sind eben Energien, es sind Informationen. Da brauchen wir keine Bewertung, da brauchen wir kein Gut oder Schlecht. Und das Wichtigste daran ist, dass wir dann das auch nicht ablehnen. Und wenn wir aufhören, Dinge abzulehnen, können wir sie annehmen. Und wenn wir sie annehmen können, und zwar so, dass sie für uns sind, dass sie in Liebe sind, dass sie in Vertrauen sind, dann können wir uns öffnen, dann wissen wir auch, dass wir gut genug sind. Dann verändert sich unser ganzes energetisches Feld, nenn es Aura, und dann verändert sich dein ganzes energetisches Umfeld im Außen und letztendlich deine ganze Realität. Und nachdem Energie keinen Unterschied macht, ob die Energie aus der Familie kommt oder ob die Energie aus dem Beruf kommt oder ob die Energie aus sonstigen Erlebnissen kommt, die du selber auf deinem Weg gemacht hast, das ist der Energie egal, sondern es ist einfach nur wichtig, dass du in diese energetische Harmonie und somit auch in die energetische Selbstliebe und Selbstsicherheit kommst, keine Angst mehr hast und alle Krankheiten, alle Widerstände, alle Blockaden
gehen lassen kannst. Und Familie ist nun mal so ein wichtiger Punkt, der uns immer wieder beeinflusst, der uns immer wieder beschäftigt, der uns immer wieder Sorgen hat, sodass es super, super wichtig ist, dass wir hier diese Klarheit und diese Transformation erschaffen. Und es ist etwas ganz, ganz anderes, wenn du plötzlich ein Verständnis hast über die Handlungen, über das, was du wahrgenommen hast von deinen Eltern, warum du dich so und so gefühlt hast in Bezug auf deine Mutter oder in Bezug auf deinen Vater, warum du das so gefühlt hast und dass du das hinterher verstehst, wo das herkommt. Das nimmt so viel Wut und Traurigkeit auch von damals weg, weil wir sind ja oft, werden wir nicht angenommen, nicht gesehen von unseren Eltern und beziehen uns das auf uns. Aber wenn wir erkennen, warum unsere Eltern uns nicht annehmen, uns nicht sehen konnten, weil die wiederum ihre ganze energetischen Imprint mitgenommen und auf uns übertragen haben. Wenn wir das alles verstehen, dann wird das Ganze so leicht und wir können es so einfach transformieren. Aber dazu ist es wichtig, dass wir unseren Verstand mit ins Boot nehmen, dass wir das Verständnis haben, warum diese Dinge oder woher diese Dinge entstanden sind in unserem Leben, wo diese Energien herkommen und so, dass wir sie auch nicht mehr weitertragen müssen, dass wir diese ganzen Imprints quasi auflösen können in unseren Seelenimprint, in unser Divine Design, wo überhaupt nichts mehr schlecht ist, sondern alles gut genug, alles in Harmonie und alles in Ordnung. Wenn wir das hinkriegen, dieses Geschenk, das wir an unsere Familie geben, an unsere Familienmitglieder, an unsere Kinder, an unsere ganzen Beziehungen, das ist unbezahlbar. Und wenn du da mit mir zusammen angstfrei hinschaust und verstehst, wo diese ganzen Disharmonien herkommen, diese ganzen Ängste, diese ganzen Gefühle von nicht gut genug sein, abgelehnt werden und so weiter und so fort. Wenn du diese ganze Auslegeordnung vor dir hast und merkst, dass du alleine das verändern kannst, indem du das Ganze transformierst in diese perfekte Seelenenergie in das perfekte Divine Design, dann wird dein Leben für dich so viel leichter. Und das wirkt sich in alle Lebensbereiche aus, in alle Beziehungen, weil Beziehungen findest du in allen Lebensbereichen. Beziehungen findest du in der Arbeit, Beziehungen findest du überall privat, zwischen Freunden, in der Liebe, zwischen deinen Familienmitgliedern, zu deinen Kindern und so weiter und so fort und vor allem auch zu dir selber. Und das Fantastische ist, wenn du diesen Überblick hast über diese Energie in deiner Familie und weißt, wo du ansetzen darfst zum Transformieren, dann geschehen diese Wunder, dann wirst du gesund, dann werden Menschen gesund, dann werden deine Kinder entlastet. Und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste. Das war für mich der größte Antrieb für meine Selbstheilungsreise, dass mein Sohn das nicht weitertragen muss, weil ich ja gesehen habe, wie ich die Dinge von meiner Mutter, von meiner Familie weitergetragen habe und weil ich auch gesehen habe, wie meine Mutter, meine ganze Familie das wieder von ihrer Herkunftsfamilie weitergetragen hat. Und indem ich das Ganze energetisch transformiert habe, gibt es eben nur noch die Energie, die jetzt hier ist, weil die Energie, die du auslebst, die ausstrahlst, die strahlt sich in eine Vergangenheit und die strahlt sich in eine Zukunft. Und deswegen ist die energetische Familienaufstellung so ein krasser Schlüssel für die Klarheit und für die Wahrheit und für das Verständnis, warum die Dinge so sind. Denn erst wenn wir verstehen, dann sind wir auch bereit zu transformieren. Und wenn wir transformiert haben, dann sehen wir die Ergebnisse. Und deswegen möchte ich dich jetzt wirklich einladen, dieses super Spezialangebot für 999 Franken oder Euro statt 1200 Franken jetzt bei mir zu buchen, weil es ist auch für mich eine sehr intensive Angelegenheit. Ich gehe mit dir da ganz, ganz tief rein und transformiere mit dir mit, halte dir den Rücken, halte dir die Stange.
Und deswegen habe ich jetzt im Moment 3 Plätze freigegeben. Also schnapp dir einen dieser 3 Plätze und mach dich dran auf diese Heilung deiner Family, deiner Familien und familiären Beziehungen, all dieser Tabus, dass du die auch lernst zu verstehen. Es gibt immer so viele Tabus in den Familien, wo kein Licht hin ist, dass wir da Licht hinbringen und dass du siehst, dass hinter diesen Tabus überhaupt nichts Schlimmes herrscht, sondern einfach nur Energie. Und deswegen biete ich das jetzt an. 3 Plätze für 999 Euro. Nachher kannst du das auch buchen, jemals, wenn ich mal wieder einen Slot frei habe. Wie gesagt, es braucht sehr, sehr viel Energie auch für mich. Aber dadurch, was ich jetzt an Ergebnissen gesehen habe bei meinen VIP-Klientinnen, das hat so riesengroße Auswirkungen. Deswegen möchte ich dir auch die Möglichkeit geben, diesen Grundstein dieser Transformation zu legen mit einer energetischen Familienaufstellung. Ganz genau. Melde dich bei mir. Ich schicke dir mit dem Link, mit dem Video schicke ich dir noch einen Anmelde-Link. Wenn die 3 Plätze weg sind, überlege ich mir, ob ich noch 2 frei machen kann. Je nachdem. Das mache ich intuitiv, aber die nach den 3 Plätzen, die nächsten Plätze kosten dann auf jeden Fall wieder 1200. Eine Sitzung dauert bis zu 3 Stunden. Du hast sie aufgezeichnet und kannst sie dir immer wieder anschauen und hast dann auch noch eine Woche Zeit, mir per Telegram oder WhatsApp Fragen zu stellen, um das Ganze besser zu integrieren. Genau, das ist mein Angebot für dich heute. Und wenn du noch Fragen hast, schreib mir einfach noch was dazu. Und ich freue mich, wenn du dir eine von diesen zauberhaften energetischen Familienaufstellungen schnappst. Alles Liebe und bis bald.